Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Wir werden wieder mit dem Budget Tempo Mage ein bisschen versuchen, Schaden zu machen und im Idealfall zu gewinnen. Wir stehen kurz vor 17, Rang 17. Ich habe es ja schon in ein, zwei Videos davor gesagt, ich würde eigentlich dieses Jahr gerne noch 15 kommen. Das sehe ich noch nicht so. Ich glaube heute ist Mittwoch, glaube ich, wenn das Video kommt. Heute oder morgen, also Mittwoch oder Donnerstag, wollte ich eigentlich nochmal so einen Hearthstone-Livestream-Tag machen. Und vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich will mal gucken, dass ich vielleicht 31.12. nochmal eine Spezialfolge rausbringe. Und eigentlich sind die Karten alle cool. Den will ich auf jeden Fall aufbewahren, weil es ein billiger Zauber ist, worauf mein Tempo-Mage ausgerichtet ist. Ah, der ist jetzt... Den Flammenstoß kann ich nicht so wirklich gebrauchen gerade. Ach, Mann, ey. Jetzt habe ich so viel Zauber. Ich weiß nicht, wer die Folge gestern gesehen hat. Da haben mir die ganzen Zauber eigentlich gefehlt. Und jetzt kommen die. Gucken wir mal, wie wir gegen den Krieger hier vorankommen. Okay. Was macht er? Zurück an die Arbeit! Er hat zwei Schaden. Okay, vielleicht. Ich hoffe mal auf zwei auf ihn. Schade. Dann gehen zwei Face. Ich will mir die ganzen billigen Zauber gerne aufbewahren. Oha. Okay. Das sind drei Schaden. Aber wir müssen ihn wegnehmen hier. Dann sparen wir uns zwei Schaden ein. Wir kriegen natürlich drei von ihm, aber die kriegen wir so oder so. Also, ich habe ja hier nicht diesen komischen... Gleich die Stimme weg. Eieiei. Wow. Okay. So, wir natzen die Fackel einmal raus. Der scheint einen relativ flotten Krieger zu haben. Leider fehlen mir gerade meine Minions, die ich auf Deck bringen will. Wenn die kommen, dann habe ich natürlich gleich ein bisschen was in petto für ihn. Ist natürlich doof, wenn er gleich zu Beginn so viel Gas gibt. Ich habe nur noch 13 live. Holy moly! Ja, was jetzt? Das ist die große Frage. Die Frage aller Fragen. Come on. Wieso drei Schaden? Erhalte drei Rüstungen. Nice, ey. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich flotter Krieger. Oh. Mann, ey. Okay. Okay, den Rest bewahren wir uns auf. Ich meine, wir dürfen uns das natürlich auch nicht alles zu lange aufbewahren. Wir haben ordentlich was auf der Hand, wie gesagt. Er hat aber offensichtlich auch jetzt nicht so die besten Karten gerade gehabt. Zauberschaden plus 1, okay. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und 7 for you. Zack. Das könnte eine ziemlich schnelle Runde werden. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache, wenn ich tatsächlich mal so eine kurze Runde habe, ob ich dann einfach zweites Game hinterher mache. Ne, ich glaube, wir lassen das einfach so. Jeden Tag eine Folge, egal wie lang jetzt das Match geht, und dann vielleicht mal irgendwelche Specials mal zwischendurch. Also sprich, ja, Arena mal zwischendurch, das werden dann mal längere Folgen. Ich glaube, das ist ganz cool so. Jeden Tag eine Folge, egal ob jetzt 5 Minuten oder 15. Ein Sport, okay. Den würden wir ja in Zweifel wegbekommen mit dem Frostblitz. Relativ easy auch. Oha, okay. Okay, er hat auf jeden Fall eine Idee. Mann! Wieso kriege ich jetzt nur die Karten, ey? Wieso brauche ich? Ich bewahre mir die auf, ey. Ich will die noch nicht rausnatzen. Die sind viel zu wichtig, wenn ich hier mein Feuerdingens kriege da. Ich weiß die Namen nicht.
Feuer. Dings halt. Weil irgendwo habe ich hier auf meinem Tisch irgendwo untergekramt. Ups, da fallen schon die Zettel runter. Und ich kriege nur die Hälfte mit. Okay, hat den natürlich weggehauen. Ach, come on. Ja, ist er. Da ist er. So, mal gucken, ob er eine Antwort hat. Nächste Runde könnten wir wieder relativ easy Schaden verursachen. Selbst wenn er irgendwie einen raufrotzt, könnten wir sogar den in Combo spielen. Wir haben nächste Runde 9 Mana. Das sind 4, 7 Schaden, die wir verursachen. 8, 9, 10, 11. Also, ich habe jetzt gerade hier seinen 2 Schaden mitgezählt. Also. Okay. Okay. Sehr. Nice. Das dürfte es gewesen sein. Jo. Win! Sehr gut. Ich habe jetzt meine Missplays nicht mitgezählt. Also gerne eine Strichliste in den Kommentaren machen. Wir sind wieder 17. Ein Taurenkrieger. Sehr schön. Das waren wir aber schon in dieser Season. Deswegen schade. 16, wenn wir 16 nochmal kommen sollten, das wäre nochmal ziemlich nice. Auf jeden Fall, genau, haben wir aber eine Quest erledigt, das ist wichtig. Dann haben wir wieder eine neue. Demnächst. Wir gucken nochmal kurz in die Quests rein. Ja, gewinnen 2 Spiele als Paladin oder Krieger. Dafür hätten wir ja auch nochmal den Tempo-Murloc Paladin. Ich mache ja auch nebenbei immer Offstream nochmal ein paar Spiele. Das werde ich sicherlich jetzt auch über die Weihnachtstage, weil die Aufnahme ist immer noch vor Heiligabend. Ich bin nämlich auch von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag gar nicht zu Hause, aber ist immer noch ziemlich just in time. Ich freue mich über eure Kommentare, über euren Daumen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann, euer Gonchi. Tschüss!